Zum Einstieg lese ich Ihnen diese Woche noch einmal den kleinen Abschnitt, den Anfang vom begrabenen Ehemann des Strickers vor, bevor wir uns systematisch mit den Ausspracheregeln des Mittelhochdeutschen auseinandersetzen. Ein Mannsbrach wider sin wieb, du bist mir lieb als der Lieb, ze ware wärest du mir, so rechte hold als ich dir, das nähme ich für der Kirchen Gold. Du möchtest mir niemals so hold werden, als ich dir bin. Mir ist das Herze und der Sinn so sehr an dich geslagen, dass ich dir's niemals kann gesagen. Sie sprach, das la werden schien. Ich täte durch den Willen dien, s'wärst du mich je gebäte, und ich bin daran jemals täte, tu ein Ding, des ich dich bitte. Des war, da wirbest du mitte, sin sie wenig oder viel, dass ich jemals alles das tun will, des du gesinnest an mich. Und will das innebringen dich, dass du noch lieber bist mir, tusen Stund denne ich dir. Er sprach, nu sage, wat ist das? Das tun ich michel für was? Denne du sin jemmer gegehrst, darumbe, dass du mich gewährst, dass du also sehre minnest mich mit trüven, als ich minne dich. Schauen wir uns zuerst die Ausspracheregeln der Vokale im Mittelhochdeutschen an. Im Mittelhochdeutschen werden ihr, ü, u, ei, ö und o als Diphthonge gesprochen. Ein Diphthong ist ein Zweilaut, also ein Laut, der aus zwei besteht. Und Sie werden auch jetzt schon gehört haben, ihr, ü, u, dass der erste Laut immer etwas stärker klingt als der andere. Und sprachgeschichtlich werden wir dann auch sehen, dass nämlich genau dieser etwas weniger klingende Laut im Diphthong dann auch verschwindet. Beispiele hätten wir hier mit lieb, dir, Gürter, Bruder, Leide, Köflerinne, Logene. Ja, Diphthonge zu sprechen. Insbesondere ist dabei zu achten, dass IE eben hier als IE Diphthong gesprochen wird und das E entsprechend kein Dehnungs-E ist. Eine Besonderheit eben auch das A, das kennen wir so noch. Im Neudeutschen ist das noch ein Diphthong. Der einzige, der hier in dieser Reihe im Hochdeutschen jedenfalls übrig bleibt, wird aber mit einem halboffenen E gesprochen, A, anstatt das A, das heute im Neudeutschen verwendet wird. Also I. A wird zu I. Mittelhochdeutsch Ü, Ä und Ö. Und beim Ä und Ö, da sehen Sie die Diagraphe, nicht die Umlaute, die wir heute im Neudeutschen kennen, sind entsprechend als lange Monophthonge zu sprechen. Monophthong gegenüber dem Diphthong, griechische Begrifflichkeiten, sind Einlaute. Beispiele hier Üch, Mähre und Töten. An Ä und Ö kann man sich sehr schnell gewöhnen. Wenn man aber erst einmal die Diphthonge kennengelernt hat, dann könnte man dazu neigen, IU auch als Diphthong zu sprechen. Hüten Sie sich davor. Es heißt Üch und nicht Iuch oder so ähnlich. Lange Vokale werden, wohlbemerkt in den edierten, normalisierten Fassungen, regelmäßig mit Zirkumflexen gekennzeichnet. Also dieses kleine Hütchen über dem A, dem E, dem I, dem O und dem U oder eben auch diese Diagraphe Ä und Ö, die wir gerade schon unter Punkt 2 kennengelernt haben, werden auch lang gesprochen. Hier zum Beispiel die Worte Gabe, Lehen, Lieb, Tor, Hus. Lange Vokale. Alle anderen Vokale, die kein Längenzeichen haben, sind kurz zu sprechen. Das ist auch etwas gewöhnungsbedürftig. Da kommen Sie aber ganz schnell rein. Jeder Vokal, der keine weitere Markierung hat, wird kurz gesprochen. Hebben, Vogel, Boggen, Haben. Im Gegensatz zum Neuhochdeutschen sind E, das hatten wir gerade schon bei Punkt 1, und aber auch H, kein Dehnungszeichen. Ja? Das E nach dem I ist im Neuhochdeutschen ein Dehnungszeichen, also eigentlich nur eine grafische Markierung dafür, dass das I davor lang gesprochen wird. Und auch ein H, zum Beispiel auch nach einem I oder jedem anderen Vokal, gilt uns im Neuhochdeutschen als ein Dehnungszeichen. Ein H als Dehnungszeichen existiert im Mittelhochdeutschen nicht.
wie es ansonsten ausgesprochen wird, das schauen wir uns gleich bei den Konsonanten an. Außerdem treffen wir gerade in den gereimten Texten, ist das besonders wichtig, dass die auch beim Lesen dann eingeführt wird, vorgeführt wird, aufgeführt wird, eine sogenannte E-Elision. Das heißt, ein E wird liquidiert, Liquidierung wird gelöscht, fällt weg, wenn es auf einen vokalischen Anlaut trifft im Folgewort. Also zum Beispiel sage ich. Ja, das E klingt ganz, ganz leise nur an und beziehungsweise wird komplett gelöscht. E wird nicht gesprochen, klingt nur sehr leicht an oder eben auch gar nicht. Sehen wir uns das jetzt mal an dieser normalisierten, edierten Fassung unseres Textes, der begrabene Ehemann vom Stricker, noch einmal an. Ich habe Ihnen hoffentlich hier alle Diphthonge, alle zwei Laute, gelb markiert. Einmann, Lirb, Krierchen, Niemmer, noch einmal Niemmer und Nje, Jemmer, Tur. Ja, das sind die Diphthonge in diesem Text. Als nächstes schauen wir uns die langen Monophthonge hier in den Diagraph Ä an. Wärest du, nähme, gebäte und stäte. Lange Monophthonge sind hier graphisch als zwei Vokale markiert und eben durch so eine Ligatur dargestellt. Sind deswegen auch keine Diphthonge, sondern Diagraphe, also quasi doppelte Zeichen. So dass wir hier darüber sprechen müssen, dass sie aber als Monophthonge, und zwar lange Monophthonge, gesprochen werden. Lange Monophthonge sind natürlich auch diese hier, treten aber nicht in irgendeiner Zweiheit auf, also weder graphisch und schon gar nicht vokalisch. Lange Vokale werden also im Mittelhochdeutschen, das heißt in den normalisierten, edierten Fassungen, mit Zirkumflex markiert, sind daher auch sehr leicht zu sehen. Und Sie sehen auch, gegenüber dem restlichen Text und auch Vokalbestand, dass die langen Vokale weit unterliegen an Quantität. Sien, wieb, lieb, so, sehre, la, schien und dien. Alle anderen Vokale, und deswegen habe ich sie jetzt hier auch nicht markiert, weil sonst würde das Ganze nämlich viel zu bunt werden, werden grundsätzlich kurz gesprochen. Außerdem hatten wir gesagt, dass E und Binnen H keine Dehnungszeichen sind. Diese sind hier jetzt gerade unterstrichen. Hier zum Beispiel, es heißt eben nicht Räte, sondern Rechte. Und auch nicht Möhtest, sondern Möchtest. Und da hören Sie auch schon, welchen Klang diese Binnen Hs haben oder haben können. Hier haben wir es auch nochmal, aber da haben wir ein C davor, aber Sie werden sehen, dass der Unterschied, der uns hier grafisch entgegentritt, phonologisch gar keiner ist. Das sehen wir uns gleich bei den Konsonanten an. Und hier habe ich Ihnen auch dreimal die sogenannte E-Elision, also das nur sehr leichte Anklingen des E markiert, nämlich da, wo ein Vokal folgt, insbesondere bei I ist das dann der Fall. Ja, nehme ich Herz und Sera an. Schauen wir jetzt auf die Konsonanten. Zunächst haben Sie K und C, die Grapheme, also auf der linken Seite übergeschrieben, die Grapheme, das heißt die geschriebenen Buchstaben, die Sie in den Fassungen und vor allem natürlich auch in den Handschriften finden. Gut und gern wird in den in manchen Fassungen, edierten Fassungen, also in den Editionen, auf eine Unterscheidung von K und C verzichtet. Manchmal, aber in den meisten Fällen mag das nicht so sein. In den Handschriften finden Sie das aber und auch bei einzelnen Worten kann es gut sein, dass einmal an der gleichen Stelle sowohl im Anlaut als auch im Auslaut mal ein C und mal ein K steht. Das ist absolut gleichberechtigt, ist nur eine graphemische Realisierung des Phonems K, ein stimmloser Verschlusslaut, zum Beispiel bei Kind und Tack. Gleiches Phänomen bei den Graphemen F und V.
die jeweils als stimmlose Reibelaute, als der stimmlose Reibelaut F gesprochen wird. Vater und Vater. Und hier sehen Sie eben genau das gleiche Wort, einmal mit F, einmal mit V. Und beides würden Sie eben auch so in den Handschriften nebeneinander finden. Die Ausgaben würden dann höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen dort eine Entscheidung treffen für F oder V. Mittelhochdeutsch PF und PH. Dabei handelt es sich wieder um zwei verschiedene graphematische Realisierungen des gleichen Afrikats. Was ist jetzt ein Afrikat? Ein Afrikat ist die Verbindung eines Verschlusslautes mit einem Reibelaut. Also P, P und F. P und F, P ist der Verschlusslaut, F ist der Reibelaut. Also P, wie bei Pfaffe oder eben Pfaffe. Auch hier PF und PH, beides mal das gleiche Wort. Pfaffe. Und eben hier das H im zweiten Beispiel natürlich kein Hauchlaut. Mittelhochdeutsch SC und SCH ebenfalls zwei verschiedene graphematische Realisierungen des gleichen Reibelauts Sch, wie bei Schrieben, einmal nur mit SC und einmal mit SCH. Und da haben Sie hier wieder den schönen langen Vokal mit dem Zirkumflex. Außerdem bei Schöne, Schöne. Sowohl mit SC und auch mit SCH. Und hier könnte man auch noch den Diagraph OE einfügen. Das habe ich jetzt hier an der Stelle nicht gemacht. Dann werden die Afrikaten, also die neuhochdeutschen Afrikaten, SP und ST, nee, ST, Entschuldigung, SP und ST, eben nicht als Afrikaten gesprochen, sondern einzelne Konsonanten, nämlich sp und st. Also, Sie kennen das, den Spruch, den man über Norddeutschland sagt, also die stolpern über einen spitzen Stein. Das ist genau das, was sie im Mittelhochdeutschen auch tun, wie bei spill und starren. Das gleiche passiert bei sl und sw, also nicht schl und schw, sondern slaggen und svern und sm und sn, smerze und snieden. Und da sehen Sie, aus diesen anlautenden, stimmlosen S wird dann zum Neuhochdeutschen unser SCH-Reibelaut. Mittelhochdeutsch Z, das Graphem Z, steht sowohl für den Afrikat TS, Sie erinnern sich, Afrikat, die Verbindung von Verschlusslaut und Reibelaut, also Z im Anlaut und nach Konsonanten. Da hätten wir dann die neuhochdeutschen Grapheme auch Z oder auch TZ, wie bei Zamm und Lanze. Oder Z steht auch als stimmloser Reibelaut S, nämlich nach Vokalen und in Verdoppelungen. Das würde dann unseren Graphemen S, also einfaches S, Doppel-S oder auch SZ entsprechen, wie bei das, essen oder us. Und jetzt kommen wir zum Mittelhochdeutsch H, das wir schon angesprochen hatten. Im Wort- und Silbenanlaut ist das H ein behauchter Laut. Den kennen Sie aus dem Neuhochdeutschen. Hus, hoch und gesehen. Im Auslaut und in den Verbindungen mit T, also HT, HS, da wird das H als ein Reibelaut gesprochen. Und deswegen kommt es auch sehr häufig vor, dass es auch als CH dann geschrieben wird, aber eben nicht immer, wie zum Beispiel bei Sach, Bach, Nacht und Wachsen. Und nach I, O und E, da wird der Reibelaut H auch in den meisten Fällen, warum es die meisten heißt, sage ich gleich, als ein Ach-Laut gesprochen, ich und beche. Nun ist es aber so, dass das eigentlich eine dialektale Entscheidung ist. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass die meisten Handschriften des Mittelhochdeutschen aus dem bayerischen und alemannischen Raum stammen. Dort ist es ja bis zum heutigen Tag so, dass man im bayerischen und im alemannischen Dialekt, also denken Sie vor allem besonders stark vertreten natürlich vom Schweizerdeutsch, der Ach-Laut weit überwiegt. Ja, also, mir zu keinen Prozentsätzen hinreißen lassen, aber in den meisten Fällen ein Ach-Laut gesprochen wird, während
im Mitteldeutschen oder dann sogar auch im Niederdeutschen, im niederdeutschen Raum der Ich-Laut überwiegt. Und deswegen ist es durchaus legitim, wenn man das wenn Sie das nach Ihrem eigenen dialektalen Verständnis ganz natürlich entweder als Ich- oder Ach-Laut aussprechen. Genauso mache ich das in der Regel auch. Wichtig ist eben nur, dass Sie wissen, dass es ein Reibelaut ist, ein Ach- oder ein Ich-Laut. Und das Wichtigste am H ist, dass es eben kein Dehnungs-H gibt. Schauen wir uns auch die Konsonanten noch einmal in unserem Text an. Beginnen wir hier mit den SP, ST, SL, SM, SN, also wir stolpern über einen spitzen Stein, wärest du, möchtest, geslagen, sprachstäte. Und schauen wir den Affrikat Z an, zerware Herze, haben wir hier, also der Affrikat aus Reibelaut S und Verschlusslaut T. Und das stimmlose S als ein Z im Auslaut, vor allem bei das kommt das ganz oft vor. Und dirs haben wir hier noch, aber vor allem bei das. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass Sie das wissen, denn ansonsten würden Sie das sprechen und da kommt man dann vielleicht auch gar nicht so einfach auf die Übersetzung. Deswegen ist das richtige Lesen auch so wesentlich beim Erlernen des Mittelhochdeutschen. Wenn Sie wissen, wie die Konsonanten und Vokale ausgesprochen werden, dann erleichtert Ihnen das enorm, das Übersetzen und das Verstehen der mittelhochdeutschen Texte. Und hier haben wir H als Hauchlaut, nämlich im Anlaut, wie bei Holt zweimal und bei Herze. Und den Reibelaut, eben auch in Verbindung HT und HS, der dann bisweilen eben auch als CH geschrieben wird. Hier vor allem eben im Auslaut des Wortes, also nicht im Silbenauslaut, sondern im Auslaut des Wortes als CH, wie bei Sprach, Rechte oder Rechte, möchtest, möchtest, Sprach, durch mich und dich oder mich und dich. Also das wäre jetzt so typisch für das Bayerische oder eben auch das Schweizerdeutsche, das Alemannische. Und zum Schluss haben wir noch ganz unten im letzten Vers, da begegnet uns auch das C als Verschlusslaut K. Eine Aufgabe in Bezug auf diese Ausspracheregeln des Mittelhochdeutschen, die Sie jetzt kennengelernt haben, könnte also sein, dass Sie noch einmal anhand der normalisierten Fassung des Textes die Aussprache der mittelhochdeutschen Vokale und Konsonanten üben. Sie können noch etwas weiter in den Text gehen und dort auch noch mal die verschiedenen Besonderheiten markieren. Achten Sie da vor allem auf die signifikanten Unterschiede zwischen dem Mittelhochdeutschen und dem Neuhochdeutschen, zum Beispiel E und H, kein Dehnungs-H, oder die Affrikaten und auch die Reibelaute Ich und Ach im Inlaut oder im Auslaut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.